Wieso ist es nicht? So, was auch immer das war. Hey! Was auch immer das war. Ey, da liegt ein Zettel drin. Zettel. Schon wieder so viel. Ja. Schreibwut. Chip die Dip. Die Dip. Ich überfliege das gerade erstmal wegen dem Code nur. Es muss mittlerweile Ende 2001 sein. Proben? Ich. Aha. Was auch immer. Also entweder schreibt der aus zwei Personen oder ich weiß es nicht. Bla. 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 Der fünfte Tag. Ich könnte schwören, die Biester haben mich umzingelt. Ich kann nicht sagen, ob sie bereits meine Barrikaden durchbrochen haben. Es wird niemand so weit hineindringen, geschweige denn hier lebend wieder rausfinden, um die Welt vor den Monstern zu warnen. Oh, und dann wollte er sich umbringen. Dann hat er sich vermutlich Der Typ hat einen leichten Schaden gehabt. Minimalen. Minimal, minimal. Mach das mal wieder zu, komm. So. Das auch wieder zu. Ja, und wie hilft mir das jetzt weiter? Das war ja auch wieder nur so ein Inforaum. Ich brauche immer noch einen Code. Ja. Lampe. Lampe aus. Lampe an. Lampe aus. Lampe an. Mikroskop aus den 60er Jahren. Funktioniert immer noch. Huh. Oh, Idee. Hier drin ist Schwarzlicht. Aha, mit Hilfe des UV-Lichts wird auf dem leeren Blatt Papier eine Nachricht sichtbar. 1371. Das war doch jetzt mal klug von mir. Also eigentlich nicht, aber das war immerhin mal was halbwegs Sinnvolles heute. So. Das heißt, wir kommen jetzt weiter. Mit gezückter Waffe, aber wir kommen weiter. Diebendidu. Machen wir auch mal das Taschenlämplein an und dann wieder aus. Einfach so. Dabdi-dibidiu. Oh Gott. Wie lang geht dieses grausame, grausame Spiel denn noch? Ich meine, wir haben den nächsten Komplex jetzt quasi abgeschlossen. Also die nächste Karte. Denn jetzt können wir in Section C und damit dürfte dann hier alles erledigt sein. So, hier lang. Section C ist da hinten. Hier rechts. Ja, stimmt, hier ist der kaputte Zaun. 1371. 1371. 1371. Da habe ich mit 0815 noch gar nicht so falsch gelegen eigentlich. Hüstel, Hüstel. Laden. Und laden. Und Kisten. Juhu. Oh, das alte Hundi-Spiel. Ist schön. Es ist so schön, in neue Gebiete zu kommen. Und alte Freunde zu treffen. Und die Karte da. Die da wäre mir schon wieder gar nicht gefallen, weil das schon wieder nach so einem riesigen Komplex aussieht. Oh, hallo. Hundi. Mein Hunger wird langsam unangenehm. Aber sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Mauer im Nordosten der Mine eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den den Wissenschaftler Minen und den Anwaltigen der Akte der Zerstörung planen. Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten...
ersten Mals. Sei vorsichtig, denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so fest, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst fort, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer schlecht zu riechen begonnen hatten, der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Verwesungsduft blieb. Was zur Hölle? Okay, er sagte, ich komme an das glänzende Gebiet. Das dürfte dann hier oben dieser See sein. Wollen wir das dann zuerst mal machen? Ich meine, da ist ein Hundi, der mich irgendwie gesehen hat. Ich renne dann mal zu meiner Kiste, die hier stand. Oder auf das Fass, das geht auch. Komm her, Hundi. Genau, versteck dich sogar noch dahinter. Dann triffst du mich ja gar nicht. Oh. Jetzt jault er wieder. Da-da-dam. Da-da-dam. Düdel-düm. Jetzt, dummer Hundeviech, weg. Ich mach Geräusche. Ich mach noch mehr Geräusche. Oh, von da kommt er jetzt. Du bist aber ein toller Hund. Ups. Oh boy. Wo ist er hin? Jetzt habe ich ihn in meiner Panik natürlich nicht gesehen. So, war's das. Vielen Dank. So, weiter. Diese Hunde sind auch mehr nervig als sonst irgendwas mit der Zeit. Ich meine, es ist immer dasselbe. Oh. Steht da DB? What the hell? Was macht denn die hier? Und ich glaube kaum, dass man das im Video erkannt hat, aber es stand DB auf diesem Dings. Eine Art Sammelbehälter. Aha. Gut, gehen wir. Zum See. Was ich gerade sehr interessant finde, heißt es, ich komme hier raus. Ups. Laden. Oh mein Gott. Das klingt gerade wirklich wie Freiheit. Naja, nicht wirklich nutzlos. Ein altes Leuchtsignal und einige Schmerzmittel kann ich sicher noch brauchen. Letzter Wille von Joe Freeman. So, 6 Schmerzmittel. Endlich mal etwas, das jünger ist als ich. Vielleicht hilft mir dieser Rucksack herauszufinden, was hier unten vor sich geht. Ja, und das hat er jetzt auch sehr gut getan. Aber tatsächlich, wir sind draußen. Ist das schön. Alter Verschlag. Oh, ist das gut. Scheint, als ob in diesem Kopie von mir steckt. Hier aufs Eis werde ich mich allerdings erst beim nächsten Mal wagen. Denn ich bin Emeo. Das war's dann für heute mit Let's Play Penumbra Halbschatten. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Und tschüss.